Hört, ihr Leut, und lasst vermelden, alle jugendlichen Helden, die das Schachspiel wollen studieren, mögen hier sich registrieren. Klick aufs Siegel und sodann, fang mit Fritz und fertig an. Was will der Typ? Du sollst deinen Namen reintippen, oder, wenn er schon da steht, anklicken und danach dann das Siegel, Capito? Ach so. Ja, ich begrüße euch, und zwar zu einem neuen Projekt, und zwar Fritz und Fertig 1. Ja, das Spiel ist mehr für Kinder gedacht, und zwar um ihnen das Schachspiel spielerisch beizubringen. Ist eigentlich ganz lustig. Und auch für, wie gesagt, auch ich finde das auch für Erwachsene gut, die noch nie Schach gespielt haben. Weil man lernt das hier. Es gibt 4 Bänder von Fritz und Fertig. 1, 2, 3, 4. Logischerweise. Und ja. Wir fangen mit 1 an, chronologisch. Und ja, man kriegt hier sehr gut das Schachspiel beigebracht. Auf eine lustige Art und Weise. Ja, fangen wir doch mal an. Ich dachte schon. Fritz und Fertig. Schach lernen und trainieren. Aha. Sag nicht sowas. Es war einmal ein kleines Land. Das war wirklich sehr, sehr klein. Hier herrschte ein weiser König. Der war wirklich sehr weise. So weise, weißer geht es nicht. Und deshalb nannten ihn alle König Weiß. Ha, was für ein Wortwitz. Was hast du denn? Fühlst du dich nicht gut? Ja. Nein. Weiß nicht. Irgendwie habe ich keine Lust mehr. Er weiß nicht. Vielleicht sollten wir einfach mal ein paar Tage ans Meer fahren. Unmöglich. Ein König kann doch keinen Urlaub machen. Wer sollte mich denn vertreten? Unser Sohn Fritz natürlich. Es ist ja nur für ein paar Tage. Außerdem ist ja auch seine Cousine Bianca zu Besuch. Die wird ihm sicher helfen. Nicht wahr, Bianca? Na klar, klasse, sturmfreies Schloss. Und du als Reservekönig, ich glaube, wir werden eine Menge Spaß haben. Ich weiß nicht so recht. Das bisschen rumregieren. Wir schmeißen den Laden, dass die Bude wackelt. Siehst du, ist doch alles gar kein Problem. Ich glaube, das ist eine gute Idee mit dem Urlaub. Jo. Mallorca ist nichts mehr, wenn ich in Urlaub fliege. Brauche ich mein Zimmer eine Rakete so als Ersatzkönig. Mittelgut bis halb schlecht, würde ich sagen. Also, ich find's super. Hört ihr, Leut, und lasst euch sagen, König Weiß wird aufgetragen, sich von allem loszuwinden und zum Kampf sich einzufinden. König Schwarz ist's, der natürlich nutzt der Stunde Gunst gebührlich. Und er fordert zum Duelle König Weiß an dieser Stelle. Ein Duell? Lass ihn doch mal ausreden. Zur Arena komm er bitte, eilig und mit schnellem Schritte. Alles andere gilt hier nicht. Diese Forderung ist Pflicht. Was wollte der? Auweia, wenn ich ihn richtig verstanden habe, soll ich zu einem Duell mit König Schwarz in die Arena kommen. Ein Duell? Wow, das will ich mir natürlich angucken. Du meinst, ich klopp mit dem König Schwarz und du siehst zu und futterst Popcorn. Genau, ich meine, Quatsch, natürlich helfe ich dir. Der gefällt mir, der Ansager, er ist immer am Reim. Er hat schon Stil. Wer ist denn das? König Bunt, ein alter Freund von meinem Opa. Hallo Fritz, ich wollte gerade mal deinen Eltern einen Besuch abstatten. Sind aber leider im Urlaub. Und wir sind jetzt auch weg. Wir haben nämlich eine super gereimte Einladung zu unserem persönlichen Duell gegen König Schwarz bekommen, in irgendeiner Arena. Ach du liebe Güte! Ist das was Schlimmes? Oder am Ende sogar gefährlich?
Nicht wirklich. Aber es ist natürlich eine Frage der Ehre. Und mit diesem König Schwarz ist nicht zu spaßen. Lange hat ihn keiner mehr besiegt. Der letzte war der hier. Dein seliger Opa, lieber Fritz. Es war ein historisches Turnier. Erst hat er so getan, als ob er kein Wässerchen trüben könne. Aber insgeheim hat der König Schwarz um den Finger gewickelt, um ihn dann nach Strich und Faden fertig zu machen. Du kannst wirklich stolz auf ihn sein, Fritz. Bin ich auf Sendung? Danke. Danke. Willkommen zur Wiederholung der Live-Aufzeichnung vom großen Duell zwischen Opa Weiß und König Schwarz. Wie Sie sehen, haben die Teams bereits Aufstellung genommen. Auch der Anpfiff ist bereits erfolgt. Erst einmal Ruhe ins Spiel bringen. Die Anfangsphase ist geprägt vom sogenannten Königsgambit. Oh, 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 ein böses Foul durch Schwarz. Oder ist das etwa eine Abseitsfalle? Ja doch, genau so sieht es aus. Der weiße Bauer hat sich hergegeben, um den schwarzen Kollegen ins Abseits zu stellen. Ah, eine weite Flanke auf den rechten Flügel durch die Dame. Und vorbei. Der König hechtet sich in die rechte Ecke. Gehalten. Ein weiterer wütender Angriff von Schwarz im Mittelfeld. Mann. Wenn das mal nicht mit einem Platzverweis endet. Aber die Weißen können dagegenhalten. Da rüstet Schwarz schon wieder zu einem weiteren Angriff über die rechte Seite. Zu einfach. Trotz erheblicher Bemühungen gelingt es Schwarz nicht mehr richtig, ins weiße Abwehrbollwerk einzubrechen. Der Mittelfeldspieler Alex Springer hilft auf den Flügel Alex Schwarz am Drücker. Doch es mangelt am Abschluss, während Weiß auf Konterchancen lauert. Wenn das mal gut geht. Oh je, das sieht aber gar nicht gut aus. Auf der Bank von Schwarz sehe ich, dass bereits die ersten Sektflaschen kaltgestellt werden. Schwarz im Vorwärtsgang, aber Weiß gibt nicht auf und lauert auf Lücken. Die schwarze Dame unter Druck. Weiß kann sich durch geschickte Dribblings ein bisschen Luft verschaffen. Huch, was ist das? Weiß baut seine Angriffe nun aus den hintersten Tiefen der weißen Achterkette auf. Und wieder ein böses Foul durch Schwarz. Wenn das mal nicht die rote... Aber nein, der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Leichter Vorteil für Weiß jetzt. Die schwarze Dame wird von den weißen Spielern jetzt regelrecht in Manndeckung genommen. Das schmeckt ihr überhaupt nicht, zumal ihr nun auch körperliche Erschöpfung anzumerken ist. Vielleicht hätte sie sich ihre Kräfte am Anfang besser einteilen sollen. Die weiße Dame hingegen ist noch frisch. Die schwarze Abwehrkette weicht zurück. F4, so, Dame zieht zurück. Ein verletzungsbedingter Ausfall. Die schwarze Dame ist inzwischen völlig platt. Angeschlagen wankt sie nur noch hin und her. Die Teamleistung der Weißen ist beeindruckend. Trotz einem Spieler weniger auf dem Platz ziehen sie ihr gefürchtetes Kurzpassspiel auf. Aber was ist das? Der schwarze Läufer sprintet ins Leere und wird... vom weißen Springer gekonnt ausgedribbelt. Und wieder kriegt die schwarze Dame auf die Socken. Sie kann einem fast leid tun. Da, ein böses Foul der Dame. Ha, dieses Geholze ist allenfalls Amateurniveau. Und jetzt? Was ist jetzt? Der Läufer spielt einen hochriskanten Pass mitten ins Herz der gegnerischen Abwehr. Noch ein Opfer. Das öffnet Schwarz Tür und Tor für einen Konter. Und da... Franz Bauer stolziert wie der Kaiser durchs Mittelfeld. Leichtfüßig stellt er in einer taktischen Meisterleistung alle Gassen dicht. Die Räume werden eng, unpassierbar. Das ist Weltklasse. Ein großer Stratege. Schwarz Springer hat nun G7, König der Erstläufer C7 macht. Station mehr auf dem Feld. Ein Zug wie ein Tor. Schach durch die Dame. König Aber G2. Das kann Weiß leicht parieren. Ach, König E2 sogar. Jetzt steht Weiß plötzlich gar nicht mehr so schlecht. Seine Jungs stehen glänzend gestaffelt. Und Schwarz kommt, obwohl in Überzahl, nicht mehr richtig an König Weiß heran. Stattdessen muss er jetzt wieder selber aufpassen, hier nicht einen Treffer zu kassieren. Denn das wäre jetzt geht Springer das G7, Läufer E7. Aber plötzlich spielt Weiß wieder sein modernes Kurzpassspiel. Das sieht richtig gut aus. Kommentiert das wie beim Fußball. Und jetzt? Ja. Und matt. König Weiß besiegt König Schwarz im 23. Zug und trotz deutlicher Unterzahl. Was für ein Spiel, was für ein geniales Matt. Dame 6 hatte ich vergessen zu erwähnen. Was für ein Sieger. Sieht so aus, als ob so ein Königsduell total pipi wäre. Trotzdem, zuvor solltet ihr unbedingt die Muckibude für Gehirngymnastik besuchen. Was für ein Ding? So eine Art Trainingslager für angehende Duellanten in der Nähe der Arena. Ich zeig euch, wie ihr hinkommt.
Alles klar. Ja, oh Gesundheit. Das berühmte Duell zwischen Fritz Großvater und dem berüchtigten König Schwarz. Rechts die Geschwindigkeit einstellen und dann kann's losgehen. Nee, nochmal nicht. Einmal reicht. Wir sollten uns hier mal genauer umschauen. Was muss man denn bei so einem Duell tun? Als König bist du der wichtigste Mann. Aber eigentlich musst du selbst nicht viel machen. Ein bisschen was aber schon, oder? Ja. Wie erkläre ich euch das bloß? Wisst ihr, was Sumo ist? So eine Art Judo für Übergewichtige, oder? Genau. Das hier sind Sumo-Ringer. Stell dir vor, du bist der mit der roten Schleife. Und wenn es dir gelingt, den da vom Spielfeld zu schubsen, hast du gewonnen. Und wie mache ich das? Indem du auf ein benachbartes Feld klickst. Dein Spieler geht dann dorthin. Nur direkt neben deinen Gegner darfst du dich nicht stellen. Dazu seid ihr zu dick. Wenn du geschickt bist und die Fehler deines Gegners gut ausnutzt, kannst du ihn von der Matte schubsen. Wenn du das nach 20 Versuchen nicht geschafft hast, hat dein Gegner gewonnen. Gemein. Überhaupt nicht. Du hast eine faire Chance, denn dein Gegner ist auch nur ein Mensch, der Fehler macht. Wie soll man das denn gewinnen? Ja, so wird's jetzt die ganze Zeit weitergehen. Okay, wenn er richtig gespielt hätte. Ich hab gewonnen. Er war ja schlecht. Also quasi die Opposition von Königen. Aber ich glaube, das werden sie nochmal erwähnen. Und was mache ich, wenn ich nochmal spielen will? Klick auf den Gong. Alles klar. Also nochmal spielen brauchen wir nicht. Also es geht hier quasi um die Opposition, weil die Könige können ja auch nicht nebeneinander stehen. Aber ich denke mal, das erwähnen die noch. Diese Türme wurden seinerzeit gebaut, um kinderreiche Familien davon abzuhalten, nach Amerika auszuwandern. Leider hat man die Dinger ruckzuck in original schottischer Billigbauweise hochgezogen und sie sind nicht besonders stabil. Hauptsache ein Dach überm Kopf. Solange es dir nicht drauf fällt. Weiter geht's. Wir ziehen ja mit König Bunt durch die Landschaft. Und lernen ein bisschen Schach. Sieht aber nicht besonders einladend aus. Wer wohnt denn in sowas? Hier wohnt Zitterlind Mac Sparpfennig, eine reiche ältere Dame mit schottischen Vorfahren. Sie hatte sich den Reihenturm nur gekauft, weil er so billig war. Wenn man allerdings Angst vor Spinnen hat, ist die Billigbauweise mit all ihren Fugen und Ritzen so eine Sache. Und, hat sie? Und wie? Frau Mac Sparpfennig ist berühmt für ihren Geiz und ist ständig auf der Suche nach Spargroschen. Sieht aus wie Pac-Man. Zeig mir einen Weg, auf dem sie möglichst keiner Spinne begegnet. Meinst du, du schaffst das? Schon, aber wie mache ich das? Mit den Pfeiltasten. Los, lass uns anfangen. Das ist Pac-Man. Das war knapp.
3. Oh, jetzt sind 2. Die übereinander laufen. Oh, gefährlich. Sehr gefährlich hier. Aber mal sehen, wie weit wir kommen. Wollt ihr mich verarschen? Verarscht mich nicht. Ah, verdammt. Blödes Mistviech. Ah nein, warum habe ich das nicht gekriegt? Ah, das war unfair. Da habe ich mich vertippt. Ah, ich habe schon wieder nicht gekriegt, diese blöde Münze. Das war knapp. Nein! Ah, verdammt. Das hast du gut gemacht. Als Belohnung darfst du dich jetzt hier eintragen. Wenn du auf das Siegel klickst, geht's weiter. Wow, Wahnsinn! Du hast den ersten Platz erfummelt. Das war ja einfach. Den ersten Platz zu bekommen. Damit sind wir auch zufrieden. Zum ersten Platz. Was ist denn das für eine Hütte? Das Schloss von König Schwarz. Der mich zum Duell gefordert hat? Genau. Er hat übrigens ein komisches Hobby. Er sammelt Mäuse und Rattenfallen. Und keiner weiß wieso. Merkwürdiger Typ. Hoppla! Am liebsten würde ich dem schwarzen König so richtig eine reinwürgen. Langsam, langsam, junges Fräulein. Aha. Sehr strange, der Typ. Hier werden vermutlich die Rattenfallen hergestellt, die König Schwarz sammelt. Nein, das ist seine Keramikfabrik. Dort trainiert König Schwarz, bevor er jemanden zum Duell fordert. Den Laden sollten wir uns unbedingt mal ansehen. Kloschüsseln! Hier gibt's jede Menge Kloschüsseln! Wenn's wenigstens Dessertschüsselchen wären. König Schwarz kommt hier manchmal her, um zu trainieren. Und zwar, indem er den Balken unten so stellt, dass er damit die Kloschüsseln oben zerdeppert. Und das so schnell wie möglich. Hä? Versucht's doch auch mal. Aber das geht nicht. Wir können doch nicht einfach die Kloschüsseln von jemand anderem zerdeppern. Wenn dieser jemand aber wartet, bis König Weiß in den Urlaub fährt, um sich dann mit seinem minderjährigen Sohn zu duellieren, darf der das. Jetzt mach schon. Ach so. Ja, das ist eine Anspielung auf die Läufer.
Ja. Eine Mischung aus, wie heißt das ein Spiel? Ich komme nicht auf den Namen. War doch nicht schlecht, oder? Genau. Und drum darfst du dich jetzt in die ewige Liste der weltbesten Klozerdepperer eintragen, um dann gnädig auf das Siegel zu drücken. Was für eine Ehre. Gar nicht mal schlecht. Hm? Boah, das müssen wir nochmal machen. Gut Holz, würde ich sagen. Aber in diesem Fall heißt es wohl eher gut Kloschüssel. So. Das schaffen wir, den Highscore. Ich kann auch weiter runter gehen. Sehe ich jetzt erst. Und so schon perfekt. Meine Taktik. So, wie viele? Ich schätze, ihr werdet König Schmerz ganz schön einheizen. Na gut. Sind wir mit zufrieden. Okay, ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ihr alle richtig scharf darauf seid, ein bisschen Schach zu lernen. Und will ja. Will hier jemand noch mehr Kloschüsseln zerdeppern? Klaro. Nein. Zieh die Klospülung. Dann geht's von neuem los. Schön. So, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.